Liebe Schachfreunde, am Mittag des 13. Dienstag, 13. Februar 2018. So, ich möchte also ein Schachvideo, wie man hier schon sieht, ein weiteres Schachvideo präsentieren. Und ich möchte damit natürlich ein paar Dinge versuchen zu erläutern und was Lehrreiches möglichst natürlich zu zeigen. Aber auf der anderen Seite halt auch damit demonstrieren, dass es weder immer um meine Partien gehen muss oder jetzt Studien oder sonst irgendetwas, sondern dass ich halt auch bevorzugt andere Partien manchmal einfach beobachte und dann mir irgendetwas auffällt. Und natürlich hier zu Lehrzwecken, und da haben wir also verschiedene Aspekte, die ich also hier an diesem Beispiel erläutern möchte. Und jetzt ist natürlich eine prinzipielle Frage, ist dann eben, soll man Namen nennen und soll man möglicherweise halt dann auch, ja, wenn man jetzt kritische Kommentare hat, ob man die dann lieber ohne den Namen, wenn man jetzt sozusagen da jemanden auch irgendwo bloßstellt, was eigentlich überhaupt nicht meine Absicht ist oder sowas, ne? Und der sich dann kritisiert fühlt. Also ich habe das natürlich jetzt erwogen, und es muss ja jeder, der das tut, und diese Partien sind ja, da es aus dem Schnellturnier ist oder so, wären die jetzt auch nirgends nachzulesen oder so. Aber da ich ja auch für absolute Offenheit bin, Glasnost, ne, wie hat das der berühmte hier Gorbatschow? Glasnost. So, und hier war ja auch ein russischer Spieler beteiligt. Also es war jetzt am Wochenende, jetzt erzähle ich ganz kurz die Begleitgeschichte, weil jede Geschichte wird ja auch nur interessant, wenn man sie einkleidet. Also eine Stellung, eine Schachpartie wird interessant, wenn sie in eine Geschichte eingekleidet ist. Hier wäre also die Geschichte, am Sonntag war Schnellturnier erstmals, also hier in Berlin das erstmals ausgetragene Juliana Lagunov Gedenkturnier. Und Juliana Lagunov kenne ich eben selbst auch, die waren in meinem Schachclub sogar, Alaska. Als Jugendliche Juliana Wojtinski. Und naja, nicht jetzt einen besonders engen Kontakt, sondern dass man sich einfach kannte. Und Juliana ist eben dann erkrankt und hat eben Alexander Lagunov geheiratet, internationalen Meister, und auch zwei Kinder mit ihm und so weiter, und ist dann eben trotzdem verstorben. Und insofern aller Ehren wert, dass man eben dann ihrer gedenkt mit einem Turnier, obwohl das jetzt also schon einige Jahre zurückliegt. So, insofern, also Alexander Lagunov hat nicht nur mitgespielt, sondern hat auch das Turnier selbst mit in die Wege geleitet. Und das ist halt Teil der Grand Prix-Serie in Berlin, also wo es halt ein Grand Prix-Finale am Ende der Saison immer gibt und wo man natürlich versucht, sich zu qualifizieren. 12 Spieler kommen da zum Finale. So, und hier war sogar Alexander als Spieler beteiligt, und zwar mit den schwarzen Steinen. Und noch Teil der Vorgeschichte, ich habe halt selber mitgespielt und habe eben meinetwegen einen überragenden Start, in dem ich 5 aus 5 hatte in einem sehr starken Feld. Das waren ja zwei Großmeister und auch ausreichend internationale Meister, zum Beispiel Alexander, dabei, sodass also 5 aus 5 waren natürlich sensationell, aber dann habe ich nur noch Prügel gekriegt. Also ich weiß nicht, ich habe schrecklich dann, aber keine Ahnung, wie man das jetzt erklären soll, rechtfertigen, sonst wie. Jedenfalls hatte ich dann 5,5 aus 8 und habe dann die letzte Runde ganz chancenlos, vollkommen hoffnungslos verloren, auch gegen Jürgen Brustkern, der dann sogar noch auf 4, glaube ich, gelandet ist. Also sprich, ja, da hätte ich noch vielleicht reparieren können in der Runde, wenn ich gewonnen hätte, aber ich habe dann ganz schwach gespielt, beziehungsweise er hat mich einfach glatt überspielt, aus der Eröffnung heraus. Das war also gar keine Schachpartie. So, nun war ich aber dadurch, bevorzugt war ich halt frühzeitig fertig, und hatte jetzt eben die Gelegenheit, das Nachbarbrett zu beobachten, und bin dann einfach sitzen geblieben, aber nicht etwa, weil ich jetzt besonders enttäuscht war oder von mir selber oder so. Ich kann das alles schon einschätzen, meine guten Ergebnisse wie auch die schlechten, und bin da also relativ entspannt dann dem gegenüber. Trotzdem hat mich dann halt irgendwie caught my attention, diese Partie halt. Und dann bin ich sitzen geblieben und habe sie bis zum Schluss angeguckt. Und dieser hat jetzt hier verschiedene Twists and Turns, wie der Engländer so schön sagt, halt auch in dem Sinne, also jetzt eben in Lehrzwecken und eben auch natürlich, also das ist auch in der Nachbetrachtung und so weiter. Und man könnte auch sagen, total langweilige Stellung, aber jede Stellung ist dann interessant, also die kann sich eben auch entwickeln, und und es kommt halt auf die Momente an und wie man sie interpretiert und was man draus macht. So, und wie man sie einkleidet. So, Weißspieler war Wolf-Dietrich Grimm.
der eben auch im Schachclub Zehlendorf, das war ja im Schachclub Zehlendorf, da Alexander eben dahin gewechselt ist. Wir haben ja noch vor ein paar Jahren bei Lasker zusammengespielt, aber ich bin nach Kreuzberg, er ist nach Zehlendorf. Lasker ist halt einfach in einer schrecklichen Verfassung, also der ganze Schachclub, aber ich will da auch niemanden und gar nichts schlecht machen und so weiter. Ich habe mich auch mit Alexander darüber unterhalten und auch mit Jürgen Brustkern übrigens, wie man den Schachclub da vielleicht retten könnte. Das ist ja auch mein alter Heimatverein. Insofern, naja, also da habe ich angefangen, nicht? 1973 bin ich, habe ich einen Schachclub gesucht und dann auf Lasker, der im Steglitz in meiner Nähe war, bin ich gestoßen und sofort Mitglied geworden. Damals war aber in der Blüte, ne? Dann Berliner Mannschaftsmeister geworden und dann erste Bundesliga viele Jahre und so weiter. So, und hier war Alexander eben mit Schwarz am Zug gegen Wolf-Dietrich Klimm, der im Zehlendorfer und auch erste Mannschaft spielt, gespielt hat, also ewig und ja, auch erste Bundesliga halt gespielt hat, nicht? Also müsste schon sagen 2200 mehr, also so guter 2-2er eigentlich. So, und hier war Alexander am Zug und jetzt habe ich halt allmählich angefangen, mich hier in diese Stellung hineinzudenken und eben auch überlegt, wie man das eigentlich spielen würde mit ob hier vielleicht der Zugspringer C3 in Frage kommt oder wie es dann überhaupt weitergeht und so. Aber es gibt immer diesen Gegenzug Springer F3, der halt meiner Meinung nach unangenehm ist. Springer D2 F3. Aber D4 F3 könnte auch gehen sogar. Naja, gut, jedenfalls dachte ich dann, nein, das macht man alles nicht. Und wie spielt man eigentlich? Und dann hat Alexander auch schon gezogen, bevor ich also mich richtig hineingedacht hatte und hat eben diesen Zug hier gemacht. Und jetzt kann man sagen, Abtausch ist ja total langweilig. Naja, jetzt versucht man natürlich allmählich ein Konzept zu erkennen und beginnt vielleicht auch damit. So, jetzt kommt halt dieser Zug. Und jetzt sieht man vielleicht schon, dass also E6, E5 Teil des Plans gewesen sein muss. Und dass eben auch Schwarz hier also sogar die Initiative sofort ergreifen könnte. Also ein Reflexzug wäre natürlich der Zug Läufer B2. Und jetzt sieht man natürlich sofort, dass Turm C2 mehr oder weniger schon fast ja, einer Entscheidung gleichkommt. Ich meine, selbst wenn Läufer C1 noch ginge, dann, also um keine Figur zu verlieren, dann wäre es ja trotzdem die absolute maximale Rückentwicklung. Nicht? Und danach würden natürlich die schwarzen Figuren ja König E7, Turm C8. Da wüsste man gar keinen Rat mehr für Weiß. Aber man könnte auch in dieser Stellung hier vielleicht so geistesgegenwärtig sein und noch den Turm dagegen stellen. Und dann, wenn er die beiden Leichtfiguren nimmt, dann nimmt man halt hier Turm. Naja, aber das will ich jetzt nicht weiter analysieren. Hier hat halt Wolf Dietrich einen guten Zug gemacht, wobei er vielleicht auch trotzdem nur den zweitbesten gemacht hat. Also den drittbesten, das weiß ich nicht. Also ich hatte halt sofort den Zug E2, E4 natürlich im Auge, ne? Wo ich dachte, naja, wenn man jetzt gar nicht weiter weiß, macht man halt das. Denn Springer schlägt B4 wird ja wohl nicht ernsthaft in Frage kommen. Weil danach halt der Bauer A7 hängt, wenn der Bauer zurückschlägt. Hier A schlägt B, E schlägt D, Turm schlägt A7, also es wäre kein Bauerngewinn. Ja, und wenn man halt hier schlüge, dann wäre natürlich die große Frage, welcher dieser beiden D-Bauern der Schwächere wäre, aber wahrscheinlich würde es einfach auf 0 hinauslaufen, nicht? Also der wird jetzt vielleicht so machen, der macht dann Springer F3 und beide schlagen den Turm Schach, kommt König nach D7, steht da vielleicht sicher, aber nach Springer F3 könnte auch Springer E5, naja, weiß ich nicht, also das würde aber mehr oder weniger, also insofern könnte man auch einfach auch Rade machen mit Schwarz und dann dem Ausgleich entgegensehen, was aber nicht sein Ziel wäre. Also das wäre ein durchaus achtbarer Zug. Man kann natürlich auch zurückgehen, vielleicht kann man auch hier hingehen, das weiß ich alles nicht. Oder auch Turm C2 spielen trotzdem. Mit ganz undurchsichtigen Konsequenzen. Gut, also, das will ich jetzt nicht, aber den Zug hatte ich halt im Auge, aber Wolf Dietrich hat einen guten Zug gemacht, wobei eben dieser Zug gegenüber, also wer das jetzt schon gesehen hat, möglicherweise halt gegenüber Turm FC1, wie Alexander halt auch in der Analyse danach sagte, war also Turm FC1 der bessere Turm, dorthin zu spielen. Ganz einfach mit der Begründung, also aufgrund des angegriffenen Turms kann natürlich Weiß sowieso nicht Schwarz den Läufer nehmen, aber wenn er der erste Turm schlüge, dann würde ja der andere Turm hier hängen, also man gewinnt nicht den Läufer. Also sprich, er würde auch König E7 spielen, jetzt würde der Läufer zurückgehen und jetzt wäre halt die Begründung, dass man eben hier möglicherweise mit dem A-Bauern noch spielen könnte, nicht? Also auch auf der A-Linie vielleicht Schwarz was Weiß was machen könnte. So, also sprich Turm FC1, aber das sind jetzt Nuancen, nicht? Also erstmal Kompliment für den Zug Turm AC1, weil den muss man ja erstmal sehen. Und der halt also jetzt sozusagen die Partie im Prinzip vollkommen im Gleichgewicht hält, ne?
oder vollkommen, weiß ich nicht. Es gibt halt eine Asymmetrie, die eben jetzt sozusagen der bessere Spieler, der trotzdem schwarz ist, dann, also auch nominell, aber ja, auch im Schachverständnis, keine Ahnung. Aber jedenfalls, es ist eben eine Asymmetrie. Das ist halt dieser Läufer gegen den Springer. Und es ist natürlich etwas, wo die besseren Spieler immer ein bisschen versessen drauf sind, dass sie halt zumindest eine Asymmetrie und möglichst natürlich keine Nachteile haben. So, also jetzt muss ich mich schon zusammenreißen, dass ich die Züge alle zusammenbekomme. Denn Alexander spielte hier B6, B5. Was ich eben selbstverständlich finde, dass man natürlich, nachdem man also er hat ja den Läufer hierher gegeben, und jetzt ist zwar der Bauer E5 ein strong Asset, wie ich sagen würde, weil er halt dem Läufer Bewegungsfreiheit nimmt, aber zugleich ist es natürlich auch ein Target. Also man muss ja immer die Balance da finden. Aber der Zug B6, B5 gehört auf jeden Fall, weil man natürlich mit dem Springer irgendwann mal hier, also hier wäre ja ein Bauer auf dem schwarzen Feld. Und natürlich könnte Schwarz das auch, Weiß das auch betonen, indem er E2, E4 spielte. Nicht? Aber der Springer hätte natürlich über auf B6 definitiv Perspektiven, denn sowohl A4 als auch C4 sind sozusagen lurking, verlockend. Felder, die man gerne besetzt. So, und jetzt kommen wir zum ersten Teil dieses Lehrvideos oder Lehrfilms oder sowas und die erste kleine Anmerkung, die ich eben mache. Und das konnte ich mich dann auch nach der Partie nicht zurückhalten, das zu sagen, als die Partie also beendet war, dann habe ich gesagt, Alexander, guck mal, also der Wolf Dietrich saß am Tisch und jetzt habe ich ihn halt meinetwegen bloßgestellt. Aber wenn hier der Zug Turm schlägt C8 der beste Zug ist, ja, also dann ist irgendwie was im Schach falsch. Also es ist eben, also bei Weiß ist ja alles solide und es gibt halt nichts. Man kann aber sagen, es gibt halt noch Spiel in der Stellung. Diese Bauern sind halt auf Schwarz festgelegt und wie ich jetzt schon erläutert habe, der Springer hätte hier irgendwo Perspektiven, der andere Springer natürlich genauso. Der Läufer ist ein bisschen eingeschränkt, dieser Springer, ja, wo geht er eigentlich hin? Komme ich gleich zu. Aber die Bauernstruktur ist halt so solide und alles, es muss natürlich irgendwo im Gleichgewicht sein, das ist ja keine Frage. Jetzt ist aber trotzdem, was macht man aus der Stellung? Und jetzt haben wir halt das Thema Spannung. Es gibt eine Spannung und wie geht man mit Spannungen um, nicht? Und allgemein ist es eben so, dass eine Spannung immer eine gewisse Verlockung darstellt, sie aufzulösen. Da gibt es nachher sogar noch ein ganz kleines Beispiel, was aber nicht so ganz direkt Spannung. Okay, wie dem auch sei. Jedenfalls, also man würde gerne, weil ja, man muss sich irgendwie jeden Zug damit beschäftigen, was ist eigentlich, wenn er hier schlägt. Aber in dieser Stellung ist es halt so offensichtlich, dass es für keinen der beiden einen Nutzen bringt, wenn er hier schlägt. Also sprich, der Weiße, ja, beide haben, die Spannung ist halt definiert, würde ich jetzt mal so sagen, auch wenn ich das nicht aus der Literatur entnommen habe, sondern meine eigene Definition ist, aber ist halt definiert davon, dass eben eine Abtausch oder eine Schlagmöglichkeit einfach besteht, was auch oftmals eine Bauernspannung ist, also wenn sich Bauern sozusagen, manchmal stehen ja sich E4, D4, E5, D5 gegenüber, meist eben nur für ganz kurze Zeit, weil die fast immer sofort aufgelöst wird, aber manchmal gibt es halt auch die Konstellation D5, C5 gegen D4, C4, was eben auch die maximale, schlage ich auf C4 oder schlage ich auf D4, was passiert, wenn der Gegner es tut, was wäre, wenn ich selber schlagen würde, was wäre ich, wenn ich hier oder wenn ich da schlagen würde, wie geht die Partie weiter. Und das sind natürlich jetzt immer so Sachen, aber das ist hier die einfachste Form der Spannung, auf einer offenen Linie stehen sich zwei Türme gegenüber, wenn ich hier tausche, habe ich halt definitiv jetzt keinen Nutzen davon, denn dieser Turm ist ja definitiv, der Turm H8 ist definitiv ein passiver Turm, der sofort ins Spiel gelockt wird. Sprich also, jetzt haben wir also diesen Titel, habe ich noch weiter eingeschränkt, Spannung ist nur dann, Spannung ist immer, wenn so ein Schlagfall möglich ist und wer es aufhebt, freiwillig, ist halt irgendwo der Schwächere. Und auch jetzt mental oder wie soll ich sagen, von der Partie. Aber das kann einfach nicht der beste Zug sein. Und das ist halt einfach etwas, was ich immer betonen würde, selbst wenn es jetzt dem Wolf Dietrich hier so ein bisschen zu nahe gehen sollte, dass man halt jetzt, ja, was kritisiert er mich hier oder so. Aber das ist halt dann ein schachliches Phänomen und hier ist halt, drum schlägt es ja auch nicht der beste Zug. So, und ich habe eben überlegt, was man spielen würde und natürlich ist E4 definitiv ein Zug, der in Frage kommt. Und wenn man das jetzt als Schwächung bezeichnet, das passt einfach nicht zu so einem Zug. Der Springer wird vermutlich hierhin gehen, wo man dann sagen könnte, nee, der geht nicht hierhin, weil er will F6 spielen. So, der geht vermutlich hierhin. Und jetzt hätte man ja immerhin sogar die Möglichkeit, ich meine, es wäre jetzt sehr offensiv und vielleicht auch nicht optimal und vielleicht nicht der beste Zug, das weiß ich nicht.
Aber immerhin hat man hier eine Art Bauernhebel, den man sich natürlich auch aufheben kann, nicht? Und da müsste also mir jetzt schon mal der Schwarze hier ein bisschen die Fragen beantworten, wer hat denn eigentlich die bessere Leichtfigur? Ist denn ja nicht der Läufer eventuell doch deinem Springer gegenüber? Also natürlich gibt es hier den Antwort auf Springer A4, aber man wäre ja keineswegs verpflichtet, auf E5 im Läufer zu schlagen, sondern könnte auch brav Läufer A1 spielen und den Springer. So, also das wäre eine Fortsetzung und aus meiner Sicht aber die bessere, aber man könnte auch sagen sicherere, dann will ich halt das als sicher, aber der Abtausch, für den gibt es halt keine Notwendigkeit, wäre halt aus meiner Sicht dieser Zug, der eben vor allen Dingen, also Schwarz muss ja eigentlich mit F7, F6, also andere Züge, also ja, den Springer D7 kann man halt nicht ziehen, weil der hängt und den Springer muss man jetzt nicht ziehen und will man auch nicht unbedingt, beziehungsweise das ist halt ein bisschen frühzeitig. Und dass man eben jetzt dieses Feld hier betreten könnte. Nicht? Und wenn jetzt meinetwegen, also A6 kommt in Frage, aber auch König E6, aber jetzt würde man einfach den anderen Turm auf die D-Linie stellen. Nicht? Und jetzt würde man doch ein bisschen mal die Frage stellen, naja, Moment, wer hat jetzt die bessere Leichtfigur? Also die würde ich nochmal betonen. Also es ist so, ja, ausgeglichen würde ich ja immer akzeptieren, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Weiß hier sogar ein bisschen Initiative hätte. Also es sind so ein bisschen liegen in der Luft die Züge E4 und F4 und dann F5, wo dann also, ja, also es gibt Pläne. Und hier würde man ja sagen, warte mal, wenn Magnus Carlsen hier Weiß hat, spielt er natürlich mit Schwarz, spielt er vielleicht auch auf Sieg, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist die Partie alles anders. So, also hier sucht man halt sinnvolle Züge, E4 ist einer, Springer B3 ist einer. Und Turm schlägt C8 halt nur eine einzige Überschrift. Und das ist halt jetzt, was mich dann eben in der Folge auch bei der Beobachtung der Partie beschäftigt hat. Also gibt es eine Gerechtigkeit im Schach natürlich, aber auch, das trägt einfach den die Überschrift, also ich bin Weiß, also der Weißspieler, ich weiß jetzt nicht weiter, ich hol's alles runter. So, tut mir leid, also da ist halt dann so. Und natürlich ist hier der Zug Turm C1 jetzt auch erzwungen und da sagt man halt, guck mal, ich tausche alles runter und ich habe mein Remis. So, und tut mir leid, also wenn sich da jetzt jemand kritisiert fühlt oder wie auch immer, es ist halt so, einen anderen Titel kann das nicht haben. Und jetzt frage ich mich natürlich nach der Gerechtigkeit im Schach und auch dem Spiel. Und da gibt es jetzt halt wirklich richtig spannende Momente. Und da wird man also staunen, viel mehr vielleicht, als man es jetzt für möglich hält. Total langweilige Stellung. Magnus Carlsen Stellung, keine Ahnung, wie ich das, also was ja auch eine Beleidigung ist. So, jedenfalls, ja, machen wir jetzt noch was aus der Stellung. Also ich meine, der Weiße hat nun zwei, sagen wir, vielleicht auch Jedermannszüge gemacht. Der sagt einfach, Türme, eine offene Linie, zack, ich holze beide runter und dann ist halt die Partie Remis. Warum bietest du denn jetzt noch nicht an? Ich würde annehmen. So, natürlich hat der Außenseiter auch immer das Recht, sozusagen jetzt zu pochen darauf, du kannst mir gar nichts, ne? Und zu sagen, naja, eigentlich bist du ja derjenige, der gerne möchte, ne? Und ich bin immer mit Remis zufrieden. Also, der Schwarze spielt Springer C3, greift den Bauern an. Ja, immer noch kommt E4 in Frage für mich, aber keine Ahnung. König F3 kann ja nun kein Fehler sein. Jetzt hat der F6 gemacht. Also einfach, weil er diese Figuren hier beweglich halten will und viel mehr hat er nicht. Und außerdem schränkt er eben den Läufer ein. Hier haben wir halt wieder dieses Mischprinzip dessen, das ist ja jetzt sogar eine Bauernkette, nicht auf den schwarzen Feldern. Die halt hat das Phänomen, dass natürlich der Läufer sie auch alle Bauern sozusagen angreift. Aber natürlich dadurch, dass sie so stabil ist, ist es halt auch das Einschränkungsprinzip. Also sprich, der Läufer hat durch diese Bauernkette keine Zugmöglichkeiten, nicht? Und die Bauernkette ist halt stark, würde man hier sagen, nicht? Und der Springer ist jetzt halt, der Springer dominiert den Läufer im Verbund mit dieser Bauernkette. Heißt aber noch lange nicht, dass jetzt wir die Postkarte für zu Hause fertig machen müssen. Guck mal, Mami, wie toll ich stehe. Also es ist halt einfach jetzt Ausgleich, aber meinetwegen, Schwarz hat halt seine Pläne. Also weiß ich jetzt nicht, ob es Ausgleich ist. Es ist halt einfach interessant. G4 war ein sehr ordentlicher Zug, also dass man jetzt anfängt, da Bauern auf Weiß zu stellen an dem Flügel und auch, dass man halt den Zug F5 verhindert, aber dass man auch sagt, naja, wenn du irgendwann mal anfängst, hier die Bauernkette aufzuziehen, egal wie, dann kann ich sie eben auch mit G5 bei Gelegenheit mal, also unterminieren oder wie auch immer, sprich also den Läufer wieder Bewegungsfreiheit oder neue Angriffsziele zu verschaffen. Also G6 wäre eine Schwächung dieser Kette. Und würde die Einschränkung des Läufers nach und nach auflösen. Natürlich ist das gar nicht jetzt das weißen Anliegen hier. Die Partie nimmt jetzt einen also recht schlichten Verlauf, aber die spannenden Momente kommen sozusagen ein bisschen im Anschluss. Also,
Springer B6, total logischer Zug. König E4, auch total logischer Zug. Also einfach zentralisieren. Ja, wenn jetzt G6 kommen würde, um den König vielleicht zurückzutreiben und selber mit dem König, dann würde der König vielleicht von hier aus allmählich sehr sinnvolle Felder bekleiden und möglicherweise sogar noch mit E4 und dann allmählich das Spiel wirklich ganz töten. Wobei ich eben jetzt dachte, der Schwarze würde am liebsten so spielen. Also Alexander, mit dem habe ich ja lange in einer Mannschaft gespielt und ist ja auch, wie soll ich sagen, also wir kennen uns halt ewig. Also dass man jetzt halt den Plan hätte, diesen Springer nach D6, diesen nach B6 und dann diesen nach C4. Natürlich ist es selbst dann noch nicht die Postkarte wert, aber man attackiert halt diesen Bauern. Ne? Und jetzt musst du halt sagen, wie verteidigt er den? Aber Fakt ist auch, gut, jetzt machen wir ein paar Nullzüge. Wie macht man am besten Nullzüge, indem man halt nichts macht? Also sagen wir mal jetzt, ich mache, ja, jetzt ziehe ich doch Bauern, obwohl ich nichts ziehen wollte. Aber jetzt machen wir mal so und stellen die mal dahin. Und jetzt sagen wir mal, der kommt dazu, setzt seinen Plan um. Und jetzt denkt man halt, der Bauer ist weg, weil kann ja nicht verteidigt werden. Dann wäre natürlich in dem Moment der Zug A4 möglich. Also sprich, man hätte auch mit dieser Umsetzung dieses Plans nichts erreicht. Von daher, also ich hatte zwar damit gerechnet, aber vielleicht dann auch schon antizipiert, naja, so richtig kommt man ja da auch nicht weiter. Und nun ist natürlich der Zugspringer C4 der absolut geradlinige und auch forcierende Zug. Denn der Abtausch ist ja nun, da sagte Alexander nachher, der hätte ja Springer B1 spielen können. Naja, das finde ich natürlich jetzt bald, wird es dann mal auf die Spitze getrieben. Also wie viel Passivität man den Figuren hier, da würde ich halt trotzdem davon ausgehen, dass Schwarz dann Fortschritte machen kann. Das will ich aber jetzt nicht unbedingt untersuchen, weil wir ja jetzt schon bei 21 Minuten sind. So, und alles kann man halt auch nicht auf einmal abdecken. Also nimmt. Nun hat der König natürlich gar nicht die Möglichkeit, den Bauern aufzuhalten. Und er droht ja abgedrängt zu werden. Jetzt machte der Weiße allerdings mit einiger Überzeugungskraft diesen Zug und machte nach diesem, also jetzt auch in relativ hoher Geschwindigkeit, also diesen Zug. Und ich finde halt jetzt schon, dass man sagen darf, die Sünden, die müssen sich da irgendwann mal merkbar machen. Und dazu komme ich natürlich auch gleich. Aber man könnte natürlich auch sagen, ein weniger erfahrener Spieler würde vielleicht das machen. Und dann, mal sehen, ob wir Matthias hören. Also das müsste Schachmatt sein. Also ich meine, das ist natürlich jetzt der vorbildliche Stratege, macht hier F3. Naja gut, also den Zug E3 verstehe ich halt auch schon nicht ganz, weil der König könnte ja sonst noch über E3 nach D2, nach C2 gehen. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Aber es scheint ja so zu sein, als ob er seinen Plan hatte und setzt den Plan auch um. Und also so hat er halt gespielt. Jetzt kommt eben F5 und jetzt kommt das, jetzt kommt natürlich der Zug, jetzt kommt natürlich der Zug. Jetzt könnte man sagen, jetzt ist ja Schwarz absoluter Sieger, strategisch gesehen, weil ja alle Bauern jetzt auf Schwarz festgelegt sind, beziehungsweise dieser noch nicht festgelegt ist, was gleich eine unheimlich spannende Wendung auch ermöglicht. Aber jetzt könnte man eben genauso sagen, wie gewinnt man denn eigentlich? Und jetzt kommt der spannende Moment, also der erste oder der 18. Aber jedenfalls kommt dieser Zug. Und jetzt kommt Folgendes. Weiß gibt auf. Und ich meine, jetzt würde ich natürlich im Nachhinein, also wenn diese Züge E3, F4, G schlägt F, das, König E2, König F3, König E2, wenn die Nakamura gemacht hätte und die alle also so mit einer gewissen Überzeugungskraft ausgeführt hätte, dann würde man davon ausgehen, dass er also nicht nach der Ausführung dieser drei Züge jetzt das Handtuch wirft, sondern dass er halt hier einen Plan damit verbunden hat. Und wie würde dieser Plan aussehen? Wieso macht er jetzt den Zug hier zurück? Der ist doch längst geschehen. So, wie würde dieser Plan aussehen? Natürlich ist hier alles perfekt gelaufen bei Schwarz, scheinbar. Die Stellung so, König C2 und König C4. Und jetzt hat halt Schwarz, Weiß einen einzigen Zug. Also ich meine, die Bauernzüge auf der H-Linie hier neutralisieren sich. H3, H6, H4, H5. Also damit kann Weiß nichts ausrichten. Abgesehen davon, dass er sogar einen besseren Zug hätte nach denen. Aber das wird alles deutlich, so wie man den in Anführungszeichen richtigen Zug sieht. B4, B5.
So, nun kommen wir also zu dem nächsten spannenden Teil oder dem, ja, ultimativ spannenden Teil. Also, ich bin jetzt so mit Alexander da ein bisschen durch den Turniersaal und er hat ja auch mit organisiert und war ja mit allen beteiligt und da hat er also dann auch nicht so viel Zeit, sich zu unterhalten. So übertrieben spannend fand ich ja auch alles gar nicht. Die Partie hat halt geradlinig seinen Verlauf genommen, aber trotzdem wollte ich nochmal was dazu sagen, dass er halt sagte, naja, wenn man jetzt mit Weiß diese drei Züge so scheinbar überzeugt macht, dann müsste man ja zumindest halt den Zug so weit gesehen haben wie 4, B5. Aber auch müsste man, sagen wir mal, jetzt die Entwicklung der Partie vorhersehen und dann eben was dafür parat haben. Also sprich, jetzt nicht aufgeben. Also was aber dann geschehen ist. Also jetzt würde ja praktisch das komplette Aufgehen der weißen Strategie, der schwarzen Strategie, hätte hier Gehalt gefunden, hätte sich durchgesetzt, also das und der Weiße gibt einfach auf. Also was jetzt ist ja nichts weiter dazu zu sagen. Das ist ja dann meinetwegen das selbstverständliche Ende oder so. Aber hier würde man halt sagen, naja, das würde dann eher so ein bisschen daran erinnern, dass der Weiße halt ja, Amateur ist. Keine Ahnung was. Also jedenfalls, das ist jetzt eben. So, jetzt lief ich also mit Alexander da und jetzt sagt er auf einmal, du, die Schlussstellung ist Remis, die Schlussstellung ist Remis. Weil ich habe so ein bisschen dann gesagt, naja, aber eigentlich kann man noch so einen Zug wie Turmschlag C8 nicht machen. Und jetzt sagt er, ja, aber das ist doch Ausgleich und so und warum denn? Und der hätte auch so und so und da war auch alles ausgeglichen und sowas. Sag ich, aber trotzdem will ich doch nicht Turmschlag C8 machen, sondern Schach ist doch eigentlich so ein Spiel, was man aktiv auch betreibt und nicht nur jetzt auf Abtausch ausgesehen. Und so weiter. Jedenfalls B4, B5, ruft er mir zu und sagt, die Stellung ist Remis, die Stellung ist Remis. Da gibt es nichts mehr zu machen. Tempomäßig geht es alles auf. Wer sagt er denn noch? Aber der Bauer steht, weißer Bauer steht auch auf H2. Sag ich, ja, die steht 100% auf H2, weil sonst könnte man eben, wenn er auf H3 stünde, H6 spielen, nach H4, H5 spielen. Dann wäre Weiß wieder im Zug zwar. Hier hat man keinen Zug. So, und jetzt habe ich wirklich, und bin auch nach Hause gefahren und denke so, ja, kann denn das sein, dass man die Partie gar nicht mehr weiterspielen kann? Also jetzt so, sagen wir mal, interessante Fragen. Also man kann jetzt hier halt zuerst festlegen oder nicht zuerst festlegen, aber sagen wir mal der Einfachheit halber, wir legen einfach hier fest. Also das ist auch, naja, da kommt halt jetzt noch ein kleiner Turn in der Geschichte. Ja? Sagen wir mal, sie wären festgelegt, weil das eins wie das andere ist. Ja? Und man müsste ja jetzt nehmen, weil man einfach keinen Zug hat. Und jetzt nimmt der hier. So, nun macht man meinetwegen den Königsaktivierungszug. Bitteschön. Jetzt kommt aber Läufer D4. Ab dem Zug Läufer D4 ist dieser Springer hier eine Randfigur. Eben im Sinne von, also kann nicht mehr mitspielen, und aber sie ist halt einfach am Rand auch platziert. Man kann nicht mehr mit ihr zurückkommen. Also man kann eben Springer B6 spielen. Ah, Springer B6, jetzt könnte er ja gar nicht tauschen. Ne? Ich dachte, jetzt würde er sowieso tauschen. Naja gut, aber in der Stellung, naja okay, ihr könntet Schwarz dann doch noch ein bisschen weiterspielen. Weil ich wollte jetzt sagen, dann nimmt man den einfach weg. Was wahrscheinlich auch geht übrigens, ja. Naja, geht nicht. Nee, okay. Nein, das geht nicht. Da ist ja die Opposition und A4 geht nicht. Naja, gut, okay, dann habe ich mich eben hier vertan. Aber die Stellung wäre natürlich trotzdem totaler Ausgleich. Naja, gut, man könnte sagen, naja, ein bisschen spielen können wir halt noch. Naja, der König geht da nicht weg. Ach, dann müssen wir es doch wieder analysieren, das weiß ich jetzt nicht so. Okay, jedenfalls wäre das Endspiel natürlich, also es wäre ja jetzt eine Rettung. Es wäre halt nicht ein sofort offensichtliches Remis. Ich dachte halt, er zwingt praktisch dieses Bauern ins Spiel und das Bauern ins Spiel ist Remis. Ist halt nicht ganz der Fall. Okay, habt ihr mich geirrt. Wie dem auch sei, man könnte halt weiterspielen, aber im Prinzip ist es halt einfach ein lockeres Remis für Weiß dann doch, trotz der verschiedenen Sünden, die er halt begangen hat. Nicht? Und der Bauer H4 da als Angriffsziel, ja, den deckt der Läufer ja immer im Schlaf ab. Nicht? Und den Bauern E3 deckt er auch. Also, nee, da kann man nicht ernsthaft von Gewinn reden. Aber jetzt habe ich also so darüber nachgedacht und auch, was der Moment, muss ich öffnen. So, bin schon wieder da. So. Ja, jetzt also, geht die Geschichte weiter. Jetzt will ich also diese Geschichte, weil ich denke,
irgendwie ist doch dann doch was eine Ungerechtigkeit im Schach oder keine Ahnung was, dass man eigentlich ja strategisch ja, dem Gegner alle seine Wünsche erfüllt und damit dann trotzdem ganz locker ein Remis in der Tasche hat. Also irgendwas stimmt da auch nicht. Und zeige dieses Phänomen am Montag beim Bäcker, habe ich mich mit Reinhard Müller getroffen, der in der Berliner Schachszene auch bekannt ist, und zeige, baue diese Stellung auf und sage, guck mal, das kann doch irgendwie nicht sein, dass das einfach total Remis ist. Also der spielt hier nur entgegenkommt, abgesehen davon, er hat ja schon aufgegeben, also war ja das Remis nicht mal mehr im also in seinem Sprachschatz hier vertreten. Also sprich, das war ja Kapitulation, ist ja dann das beste Beweis dafür, dass man überhaupt keine Chance mehr sieht. Nicht? Also sonst würde man ja vielleicht noch ein paar Züge machen, selbst wenn man einsieht, naja, verlieren werde ich, aber ich ziehe halt noch. So, und baue die Stellung auf, und also diese Vorgeschichte natürlich auch, und jetzt sage ich so, guck mal, das ist total Remis. Man kann machen, was man will hier, mit, also und kann nichts mehr. Und jetzt Reinhard guckt ganz kurz auf die Stellung und sagt, wieso, warte mal, ich muss mal kurz rechnen. Und sagt dann Springer B2. Und ich denke, also wie nennen wir das jetzt, weil die Partie war ja zu Ende. Nennen wir es mal neue Variante. Ja, Springer B2. Ja, warte mal, ich habe es noch nicht ganz ausgerechnet. Jetzt fange ich natürlich an zu rechnen. Überhaupt keinen Gedanken an diesen Zug. Wer es hatte, bitteschön. Und jedem ein Kompliment und sonst was. Aber das ist ja auch erstmal, ist es ja halt nur eine Idee. Aber trotzdem ist es ja ein Kompliment, erstmal drauf zu kommen. Also nehmen ist ja nicht deswegen erzwungen, weil der Springer hier eine besondere Drohung darstellt, sondern Springer ist, nehmen ist deswegen erzwungen, weil man keinen Zug hat. Also B6 ist sinnlos, A4 ist sinnlos, weil man schlägt und andere Züge, ja B6, ja es ist halt einfach alles sinnlos. Also man kann nur schlagen. Und nach diesem Zug gibt es auch keinen Anlass, über irgendwas nachzudenken. A4 verliert halt sofort, weil man König B4 macht und beide Bauern einsammelt. Also es gibt nur den Zug König schlägt B2, es gibt keinen anderen Zug. Und jetzt nimmt man natürlich nicht hier, wonach es ganz klar ist, sondern spielt das. Nun ist natürlich ganz klar, dass hier A4 kommt, dass hier König schlägt E3 kommt und jetzt meinetwegen diese kleine Verfehlung, die wir ja hatten in der Voranalyse, ich habe also sofort König F2 vorgeschlagen, weil ich halt schon in dem Moment gesehen habe, aber wir haben dann später das korrigiert und dann haben wir das falsch, weil natürlich nach König F3 steht der König auf der langen Diagonalen auf dem Einzugsfeld auf A8, sprich also nach König F3 könnte Weiß spielen B6, AB6, A6 und würde halt gewinnen oder ja, ja, er würde gewinnen. Naja, vielleicht würde es doch Remis werden, das weiß ich hundertprozentig. Naja, es kann ja nicht sein, dass es gut ist. Also den mit Schach und erstmal eine Dame machen zu lassen. Also im besten Fall könnte Weiß dann, Schwarz dann immer noch Remis halten halt, ne, gegen die Dame. So, jedenfalls ist sozusagen König schlägt E3, A5, König F3 halt der zweitbeste Zug und König F2. Aber das war schon, Mann, wie soll ich das jetzt nennen? Neue Hauptvariante. In der so, jetzt B6, AB, AB. Also man, ja, da verlieren wir kein Wort jetzt drüber. B7, also B8 Dame, E1 Dame und es mag ja nun sich kurios anhören, aber dass meine Stellungseinschätzung sofort so lautet, total verloren für Weiß. Also das ist überhaupt nicht zu spielen und es ist auch sozusagen, wenn man denkt jetzt 2 gegen 2 Bauern, das hört sich vielleicht nach, also Damenendspiel mit 2 gegen 2 Bauern, nach totalem Remis an, es ist es halt absolut nicht. Also es ist halt so, dass dieser König an den beiden Bauern dran steht, dass durch diesen nahen König, also am Bauern, Dame auch hier, am König oder wie auch immer, dass also alle Tauschaktionen sowieso für Schwarz gewonnen sind, dass immer schon ein Kriterium ist, dass das Endspiel glatt gewonnen ist. Und im Damen-Endspiel sind eben im Gegensatz zum Turmenspiel sind die Tauschmöglichkeiten sozusagen round the corner. Die sind immer da. Also man kommt gar nicht, man fantasiert, wie kann ich denn den Tausch und Dame hat da so viele Züge oder so. Es ist ständig, dass der Tausch halt, also ich meine, sagen wir jetzt nur mal, ja, wie soll ich jetzt 2 Züge machen, dass es sofort zum Tausch kommt. Also man könnte natürlich auch so zum Beispiel spielen jetzt, sagen wir mal. Naja,
Naja, gut, also die Tauschmöglichkeiten sind halt immer, ich weiß ja nicht, wohin er jetzt geht, aber jetzt mache ich zum Beispiel König F3, jetzt scheint ja der Bauer sicher verteidigt zu sein, aber jetzt droht eben tödlich Dame E4 Schach, weil eben nicht etwa, weil ich mit dem Bauern zurückschlage, sondern weil ich einfach mit dem König auf E4 zurückschlage. Also sagen wir mal, der macht jetzt diesen Zug, nimmt, jetzt nehme ich natürlich nicht so, wonach der Bauer genauso schnell drin wäre und das Remis wäre, sondern so und räume wieder beide Bauern ab. So, also sprich diese Tauschmöglichkeiten und das. Und meinetwegen kann ich dazu natürlich jetzt noch eine Schlusspointe erzählen, dieser Geschichte. Aber wollte bloß erstmal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir also diese Stellung jetzt auf dem Brett hatten. Und ich einfach die Stellungseinschätzung, guck mal, ich habe gesagt, das ist glatt gewonnen. Das ist glatt gewonnen für Schwarz. Ja? So, jetzt habe ich natürlich, was habe ich getan als erstes? Also Begeisterung, Rettung des Schachspiels. Also sagen wir so, dieser kleine Irrtum jetzt von Alexander, dass er gesagt hat, nach B5 die Stellung ist Remis. Das ist ja sowieso ihm total nachzusehen und er hat ja vielleicht auch später nochmal drüber nachgedacht, komme ich gleich dazu, wie man halt jetzt hier doch weiterspielen könnte, nicht? Und Kompliment natürlich an Reinhard Müller, dass er halt diesen Zug sofort und ich habe ihn einfach nicht erwogen, das gebe ich ehrlich zu. Und selbst wenn man ihn sieht, erwägt man ihn nicht, weil man denkt, naja, was soll ich jetzt den Bauern aufgeben, das führt doch zu nichts. So ungefähr halt, oberflächlich. Und das hat halt sofort anders getan und da habe ich noch nicht mal die Möglichkeit gesehen mit König D3 überhaupt. Und man denkt dann vielleicht auch automatisch, naja, der Bauer ist sowieso schnell genug. Und dann ist es halt Remis, was eben absolut nicht stimmt. So, jetzt haben wir halt nochmal, also diese verschiedenen Geschichten. Was habe ich jetzt also getan? Jetzt habe ich erstmal sofort eine WhatsApp, wie man ja heute schreibt, was mich damals übrigens Elisabeth Petz hat mir diese App empfohlen, als wir mal ein Eis essen waren hier in Berlin, da am Steglitzer Damm, da bei Hennig, kenne ich. Da habe ich sie mal abgeholt und dann sind wir ein Eis essen gegangen. Dann hat sie gesagt, ja, du musst dir WhatsApp runterladen. Ist jetzt, ich kann es genau sagen, wie lange es her ist, weil ich war nämlich genau doppelt so alt wie sie. Also war ich 52, als sie 26 waren. Naja, sagen wir mal so. Also dann ist es halt 7 Jahre her. Das kommt schon ziemlich genau hin. So, aber so darf ich ja gar nicht ihr Alter mehr verraten, denn jetzt ist sie ja über 30, darf man nicht sagen. Naja. Gut, jedenfalls Hennig, das, Elisabeth Pilz, Eis essen, wie kam ich dahin? Springer B2, was hat man denn jetzt alles hier? WhatsApp habe ich geschrieben, ja, natürlich, an Alexander. Also damals hatte mein Sohn dann gesagt, was willst du mit WhatsApp? Das hat ja gar kein Mensch und so. Und dann habe ich eben das mir zwar runtergeladen, aber auch nie verwendet. Bis eben dann die Jugend kam und auf einmal alle WhatsApp hatten. Und dann Ben natürlich zwar kleinlaut, aber natürlich genau unter. Das ist halt so. Haben es halt jetzt alle. Damals hat das eben keiner. Was brauchte man das? Ist ja auch wurscht, mit Ben ist ja sowieso nicht nur mein Sohn, sondern auch mein Freund in dem Sinne, dass wir uns da vertragen in jeder Hinsicht. Also verstehen können. So, jedenfalls WhatsApp geschrieben. Reinhard Müller hat hier den Sieg gefunden für dich. Dann kam natürlich gleich von Alexander zurück. Ja, er hat auch schon daran gedacht. Zu welchem Zeitpunkt, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hat er im Kopf halt, auf der Heimfahrt hat er, glaube ich, geschrieben. Aber er war sich nicht sicher. Und dann habe ich gesagt, doch, die Stellung ist also glatt gewonnen. Dass ich jetzt hier diesen Fehler mit König F3, da hat er halt gesagt auch, aber dann habe ich gesagt, ja, König F2 ist aber auch glatt gewonnen. Dann hat er gesagt, er wird es auf der Heimfahrt, weil er immer von Hamburg nach Berlin irgendwie abends im Zug, also er fährt morgens hin, abends zurück, Hamburg-Berlin, ein, dreiviertel Stunden, ich weiß nicht, aber jedenfalls, dass er das auf der Heimfahrt prüfen wird. Und dann habe ich gesagt, ich prüfe das auch, aber ich prüfe das ohne Stockfisch. Und naja, jetzt war natürlich das Unheil nicht mehr aufzuhalten, dass eben er mir natürlich. Dass er mir natürlich dann doch trotzdem geschrieben hat, was Stockfish davon hält. Und sozusagen, jetzt weiß ich also auch die wirkliche Computerbewertung nicht. Sonst wäre es immer eine gewisse Unwägbarkeit gewesen, ob jetzt Springer B2 tatsächlich gewinnt. Aber ich habe gesagt, guck mal, da brauche ich keinen Stockfish, weil die Züge sind alle forciert. Ob man hier mit H4, H5 festlegt, was Stockfish bestätigt, ist eben nur, also so ein bisschen halt, das war vorhin, was ich meinte, mit dem Spannung offen halten. Solange da noch Bauernzüge drin sind, dann denkt man immer, ja, wann spiele ich denn H5, soll ich denn und ist es besser so oder besser so? Man weiß nicht, so wie es festgelegt ist, ist sozusagen die Eindeutigkeit noch ein bisschen mehr gegeben. Das wäre aber eher nur eine menschliche Eigenschaft. Also der Computer interessiert sich ja nicht dafür menschliche Schwächen und sagt dann,
ja, ich spiele aber trotzdem so, wie es richtig ist und nicht, wie es einem Menschen leichter fällt. Trotzdem aber legt er hier fest, und da würde ich sagen, als Begründung, also er macht zuerst mit Schwarz H5, H4, dass die aktive Partei, was schwarz ist, also auch nach Springer B2, was ja den Computer dann mehr umtreibt, also sein Kriterium ist halt, ich bin die dominante Partei, was er aber in dem Moment natürlich nicht weiß in dem Sinne, sondern halt einfach nur seiner einprogrammierten Logik folgt, ich mache den besten Zug. Aber dass eben die aktive Partei ist schwarz und die aktive Partei ist daran interessiert, dass die Bauernpaare weiter vorgerückt sind. Denn in dem Moment, wo also die Bauern anfangen zu fallen, also auch der Bauer H4, wäre man dem Umwandlungsfeld schon näher. Und das finde ich also eine Logik, die ich, also die würde ich halt einfach jetzt so, was der Computer halt unbewusst dann macht, er macht es einfach richtig. Und es gibt aber dafür eine Begründung, und die Begründung ist so, wie ich sie eben genannt habe. Man ist halt weiter vorne schon mal mit den Bauern, die vielleicht auch mal Dame werden können. Also, sprich, das bestätigt er. Er bestätigt auch die komplette Zugfolge, sodass ich jetzt ja sage, ja, mit vollen Hosen ist gut stinken, du wusstest ja sowieso alles schon, aber die Varianten waren ja definitiv, da habe ich natürlich auch den Zeugen Reinhard Müller, der sich bitte gerne per Kommentar hier melden darf, um das dann zu bestätigen, dass man eben jetzt absolut hier keine Computervariante runtergespielt hat, sondern dass wir das genauso auf dem Brett hatten im Café, und zwar innerhalb von einer Minute, nachdem er halt diesen genialen Zug hier entkorkt hatte. Und da ging es ja für mich schon ein bisschen Richtung Studie, wo ich jetzt dachte, Mensch, da muss ich unbedingt ein Video machen, das ist ja so klasse. Also das ist jetzt doch das und naja, alles drumherum, und das fasse ich gleich nochmal zusammen, auch wenn wir jetzt bei 45 Minuten sind. Und das ist ja eine Schulstunde haben wir jetzt voll, und so lange darf man ja auch aufmerksam bleiben. Also jedenfalls, der bestätigt jeden Zug. Jetzt geht es bloß noch um die Einschätzung der Schlusseinstellung, die ich halt nicht gewusst hätte, wenn ich nicht von Alexander die SMS, die WhatsApp bekommen hätte. Da ich sie aber bekommen habe, kann ich nicht sagen, ich habe es nicht gelesen, weil ich will es ja gar nicht wissen. Da steht minus 4,2. Also sprich, Stockfisch bestätigt total auch das Stellungsurteil. Die Stellung ist glatt gewonnen für Schwarz. Und ganz kein Inch anders hatte das gelautet, als ich mit Reinhard diese Stellung im Café auf dem Brett hatte. Die Stellung ist glatt gewonnen. Es ist nicht so, kann man spielen, das und vielleicht so, sondern das ist eine glatte Gewinnstellung. Und das finde ich schon dann bemerkenswert. Und eben auch insbesondere halt jetzt, also jetzt könnte man ja wieder Wolf-Dietrich Klim ein Kompliment machen und sagen, super erkannt, du hast aufgegeben, genau, als es halt absolut nicht mehr reparabel war. Wobei die Zugfolge natürlich nicht die war, die er wahrscheinlich antizipiert hatte. Aber das unterstellen wir jetzt weder so noch so. Dass einfach das Schach eben doch nicht falsch ist. Also man kann eben nicht alles machen und dann damit davonkommen. So ungefähr, was natürlich jetzt so ein bisschen dann in Richtung James Bond oder Gut gegen Böse, was ich ja auch nicht ganz glaube, denn ich glaube auch, dass das von Filmzeichen Böse, was für mich jetzt in dem Sinne auch nicht existiert, dass das oft genug sich dann trotzdem behaupten kann. Also das wäre aber trotzdem jetzt sozusagen für mich, dann bin ich halt froh, dass es eben in diesem Fall alles so aufgegangen ist. Also das hat eben geklappt, das Strategie hat sich durchgesetzt, man musste halt ein bisschen sehr, sehr tief in die Trickkiste greifen oder hätte greifen müssen, um das zu gewinnen, aber es ist eben am Ende gewonnen. Und dass jetzt Alexander zu mir sagte, ja, ich hatte ja dann 3 Minuten und Wolf Dietrich 5 Minuten, weil er halt diese, in Anführungszeichen, etwas schwächeren Züge halt in etwas höherer Geschwindigkeit gemacht hat, aber möglicherweise halt natürlich auch in der Absicht, das Remis zu holen, während der Schwarze immer sucht, wie kann ich was tun? Remis habe ich immer, wenn ich frage. Willst du Remis? Ja, will ich. Ja, okay. Dann, aber einer muss was tun. So, dass er dann sagte, die Züge hätte ich ja nicht gefunden oder hätte ich vielleicht gar nicht gespielt mit 3 Minuten, dann muss man es noch durchrechnen, sich auch sicher sein, sehen, durchrechnen, sicher sein, alles Mögliche. Aber da habe ich dann gesagt, guck mal, aber das ist für mich kein Kriterium, denn dem ist ja der Weißspieler zuvorgekommen mit der Aufgabe. Also jetzt kann ich ja nicht sagen, du hättest, wenn du gegen Kasparov gespielt hättest, hättest du, dann müsstest du erstmal die Stellung, da hätte man eine ganz andere Vorgeschichte und dann hättest du es vielleicht immer noch gefunden, aber weil es halt einfach eine ganz andere Vorgeschichte. Aber die Vorgeschichte ist ja auch die Begleitgeschichte. Die Begleitgeschichte ist nämlich die, der Gegner hat ja sowieso schon aufgegeben. Also von daher warst du gar nicht mehr in dem Erfordernis, was ja auch mit den Spielstärken zu tun hat, in dem Erfordernis, diesen Gewinn zu finden. Aber rein schachlich gesehen ist es halt ein Gewinn. So, 20 Sekunden hätte ich noch Zeit, die spare ich mir, wir haben heute früher Schluss.